sitze ich hier gerade. Schon wieder das Gebrüll von einem T-Rex oder so gehört. Wo bin ich? Ich schau mal schnell. Ich muss eher nach da. Ah, ich weiß, hier habe ich mir auch schon mal ein Gefecht geliefert. Und habe hier schon mal meinen Rucksack gesucht, den ich damals nicht gefunden habe. Uiuiuiui. Da gleich die Erde vibriert. Das war mit Sicherheit ein T-Rex. Wo ist der? Da hinten. Seht ihr? Ich nehme meinen Bogen in die Hand und zeige euch mal mit der Spitze drauf. Da. Kann ich den eigentlich von hier aus treffen? Wie viele Pfeile habe ich denn? 10 Stück. Sehr interessant. Ich gehe mal in die Hocke. Ziel mal. Luft anhalten. Ja, nichts Luft anhalten. Das, was du machst, ist doch kein Luft anhalten, alter Schwede. Der läuft gar nicht. Ist da noch einer? Den Bogen in der Hand habe. Aber ihr habt es gesehen, oder? Ja, in dem Busch sollte ich nicht unbedingt rein. Das war also nicht der da, sondern hier hinten ein anderer. Bloß so sehe ich natürlich nichts. Wenn ich hier weiter mich vorarbeite, komme ich womöglich in den Busch rein. Den giftigen. Ich sehe hier jedenfalls, steht hier sein Schwanz hoch. Ich habe Angst. Aber ist ziemlich schwer jedenfalls. 5 bis 6 Tonnen. Hier, männlich. Nicht auf, gell? Nur mal so als kleine bin ich hier eigentlich irgendwie zwischen Farnen? Nicht wirklich. Jetzt schirrt er mit dem Huf. Na, Wuffi. Durst du deine Haufen verbuddeln oder was? Alter, wer war der? Ich kann den so kann ich nichts ausrichten. Wenn, dann müssten wir schon in die Herzgegend treffen. Das heißt, irgendwo vorne zwischen die zwei Vorderbeine rein. Man sagt dem T-Rex ja nach, dass er
Also viele meinen, er war ein ganz gefährlicher Hund. Das kennt er auch noch. Oha. War das jetzt sein Kumpel? Ich weiß nicht. Wenn ich das Ding in der Hand habe, kann ich mir hier hinlegen. Kann ich das einstecken? Nee, dann nimmt er den Bogen. Zwei ist leer. Ich würde gerne das Ding irgendwie weglegen. Was passiert? Wenn ich mich hier mal so anschleiche. Gleich frisst er mich auf. Nicht die allerbeste Idee, sehr wahrscheinlich. Irgendwie auf meinem linken Ohr auch ein Stampfen. Ich denke, das wird sein Kamerad sein. Jetzt schaut er wieder mit dem Hof. Ach Mist! Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich mich hätte. Das ist neu. Die Fressgeräusche. Ist ja geil. Oh, nochmal. Bogen, Pfeile, Karte. Los geht's. Sieht irgendwie schon klasse aus hier, diese Insel. Ah, schaut euch mal das an hier. Ist doch super. Die Aussicht. Ich werde mal kurz auf die Karte schauen. Wenn ich jetzt hier noch ein Stück grad ausgehe, dann hier runter, dann kommen wir noch von der Hinterseite mal dann runter. Das wäre doch vielleicht ein Ziel, oder? Wir werden schon das ein oder andere finden an Equipment. Na, obwohl. Da könnten wir rüber, da unten. Allerdings weit zu laut. Scheibenkleister. Was habe ich jetzt? Jetzt bin ich gerannt. Da hat es ein paar Kängurusprünge gemacht. Also, laufen. Normal, also nicht laufen, gehen. Oh. Pilz, bitte. Ja. An so einem steilen Hang sollten etwas mehr Pilze wachsen. Könnte nicht schaden. Also, jedenfalls nicht, wenn ich unterwegs bin. Übrigens, diese T-Rex, man sagt ja so, dass die keine Jäger waren, sondern Aasfresser. Andererseits habe ich gelesen, dass es
da auch wieder eine gegenläufige Theorie gibt, weil man in in anderen Fossilien oder halt in anderen Tieren, die man ausgegraben hat, hinten in Schwanzbereich, glaube ich, oder Rücken, also man hat jedenfalls abgebrochene Zähne von einem T-Rex gefunden, die wieder darauf schlussfolgern lassen anscheinend, dass der Bursche vielleicht doch gejagt hat, wenigstens ab und zu. Weil, ja, ich weiß nicht genau, wie sie es rausgefunden haben, aber irgendwie werden die sich schon auch was dabei. Wo ist die Kiste? Dabei gedacht haben. Ich meine, die sind. Die befassen sich auch damit. Die Forscher. Ja. Mir durchaus vorstellbar, wenn sie mal nichts finden, die. Ups. Der T-Rex mal kein Aas findet. Vielleicht hat er es auch ab und zu mal mit Jagen versucht. Werde ich gleich mal mich ein bisschen Was ist denn das? Bringt das gar nichts? Oder wie viel bringt denn das? Ich schaue gerade auf meine Anzeige. Blinkt jetzt etwa? Ach, die füllt sich jetzt auf. Okay, vielleicht habe ich schon wieder was verschwendet von dem Zeug. Jetzt weiß ich bloß. Ah, ich glaube, die Stelle war hier. Wo wir da gegebenenfalls rüber können. Hoffe ich jedenfalls mal, dass man hier den Fluss überqueren kann. Dass wir dann auf die andere Stelle, auf die andere Seite kommen. Ach. Ja, ich höre ihn schon. Wir werden wieder drauf gehen. Möglicherweise. Macht nix. Ja, da ach da vorne. Jo, mein Freund. Ja, die gehen wieder beide gleichzeitig auf den Tisch. Ihr seid unfair, Leute. Ja, ganz. Fuck. Ein Hammer. Wo ist der andere? Ja, renn weg. Geh heim zu deiner Mama. Der auch down. Ja, dann bin ich zufrieden, würde ich mal vorschlagen. Einmal Nacken, einmal Schädel, Schädel und Hirn. Okay. Das geht in Ordnung. So, okay. Lass mal so. Das akzeptieren wir. Checken wir mal den anderen ab hier. Ach. Das sind die Kameraden, die wir vorher schon mal hatten. Würde ich behaupten. Durchaus die sein können. Okay, die Dame ist mir also optisch, sage ich jetzt mal,
Ich stand weg. Ja, ich werde ihn mal ein bisschen. Bisschen neu drapieren. Kann der mich umarmen? Sorry dafür, aber es ist gerade ein nettes Spielzeug. Und nachdem er gerade hier nicht wirklich was in der Nähe ist, kann man eigentlich, kann ich das in der Höhe verschieben auch, das Bild? Kann ich das hier nur so drehen? Ach, jetzt wollen wir mal nicht ewig hier rumspielen. Oder doch? Genug Spaß. Tun wir es nicht so lange rum. So, noch einer. Hier ist ja irgendwie ein Massensterben von sich vonstatten. Oh, jetzt ist der Busch weg. Ich mache deshalb immer Fotos, deswegen kann man vielleicht den ein oder anderen ja, als Thumbnail hernehmen. Gut. Mich ein paar angegriffen vorher. Machen wir ein bisschen schneller. Und dann werden wir mal. Da müsste eigentlich irgendwo auch ein bisschen Ausrüstung von mir rumliegen. Hier mal eine Knarre, Pistole. Natürlich nicht. Das ist wohl das Falsche. Mal die Hosen tauschen. Mal, mal weggucken. Medium. Ne, das tun wir daher. Tun wir das noch da rein. Dasselbe, eine Rifle, und das hier ist er. Ach, das ist für die Pistole, die hier findet man noch eine Nachricht. Könnt ihr ja lesen, macht so einen kleinen Stopp. Mm-hmm.
die falsche Munition. Ich nehme trotz allem das Zeug hier mal alles mit, was wir tragen können. Gut, jetzt haben wir eine zweite Waffe, sonst hätten wir einen zweiten Bogen nehmen können und den dann auf den zweiten Slot legen. Dann könnten wir schneller wechseln, weil ich glaube, nachladen kann man nicht einfach so aus dem... Da muss man ins Menü. Okay, dann mache ich hier mal einen kurzen Cut.